Ja, schönen guten Tag, Herr Reupke. Wie schön, dass Sie dabei sind und Fragen der BürgerInnen der Stadtwerkstatt beantworten. Welche Rolle spielen Rad- und Fußwege zur besseren Anbindung von Fischerinsel und Leipziger Straße? Wo genau werden Radschnellwege verlaufen? Schönen guten Tag, Frau Vogelsang. Schönen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, ein paar der Überlegungen unserer Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vorzustellen, was die östliche Innenstadt betrifft. Rad- und Fußverkehr sind natürlich gerade für uns dem Bestreben, den Umweltverbund zu stärken, ganz wichtige Arten, sich fortzubewegen. Und wir werden natürlich gerade nachdem jetzt auch der Teil Fußverkehr des Mobilitätsgesetzes verabschiedet ist, gemeinsam mit dem Bezirk eine ganze Reihe von Überlegungen starten, wie man die Vernetzung für Fuß- und Radfahrer noch viel schneller und viel besser umsetzen kann. Aber es ist natürlich weiterhin eine gemischte Aufgabe zwischen der Hauptverwaltung und dem Bezirk. Und es ist ja teilweise auch möglich, besteht die Möglichkeit durch Grünanlagen, Verkehrsverbindungen sowohl für den Fußverkehr, teilweise aber auch für den Radverkehr zu erreichen. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von großen Planungen, wie die Straßenbahn in der Leipziger Straße, die dann auch mit verbesserten Radverkehrsanlagen ausgestattet werden soll. Wir wollen unter den Linden in einer anderen Form gestalten, sodass da der Fußverkehr und der Radverkehr einfach auch mehr Raum bekommt. Da sind ja auch gerade durch die Humboldt-Universität und durch die vielen Touristen eine große Nachfrage. Also es gibt vielfältige Sachen, die wir für Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich umsetzen wollen. Aber wie so häufig ist es leider immer dann auch eine Zeit, dass man ausführlich planen muss, die Mittel bereitstellen muss und dann auch erstmal an das Bauen geht. Vielen Dank für Ihre Antwort. Können Sie noch was zu dem Zeithorizont vielleicht sagen? Jetzt bei der Leipziger Straße hatten Sie erwähnt oder auch bei den Unter den Linden, wie da die Planungen zeitlich erstrecken. Es gibt da ganz unterschiedliche Zeithorizonte. Unter den Linden wird jetzt sicherlich, wenn die Bauarbeiten der U-Bahn-Verlängerung zwischen Alexanderplatz zum Hauptbahnhof vollständig beendet sein werden und auch die anderen Bauarbeiten, die uns da im Moment in dem Umfeld ja immer noch auch stark belasten, wenn die beendet sein werden, dann wird es einen ersten Schritt geben, um die Verkehrsfläche einfach neu aufzuteilen, die vorhandene Verkehrsfläche neu aufzuteilen, ohne einzugreifen jetzt in die bauliche Substanz. Aber es wird sicherlich auch in einem späteren zweiten Schritt dann nochmal die Notwendigkeit geben, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Mittelpromenade gestaltet wird, ob es nochmal Erweiterungen der Fußverkehrsflächen auch geben wird und wie dann die Flächen aufgeteilt werden. Das sind Maßnahmen, die werden, glaube ich, in der Tat jetzt erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre dann so konkret auch umgesetzt werden. Auch die Straßenbahnplanung für die Leipziger Straße, wo dann die beiden großen Brücken, Mühlendamm und Gertrauenbrücke erneuert oder so vielleicht sogar ersetzt werden müssen, sind Maßnahmen, die in der zweiten Hälfte der 20er Jahre erst so richtig wirksam werden. Und dann werden natürlich aber auch die Wege unter der Brücke entlang der Spree auch nochmal mit angefasst und verbessert. Und auch die Planungen, die die Radschnellwegeverbindungen betreffen, sind Maßnahmen, die in der ganzen Qualität erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre zum Tragen kommen werden. Da sind wir erst ganz am Anfang der Planungs- und Beteiligungsprozesse und da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, wichtig ist, sind auch die vielen kleinen Maßnahmen zur Verbesserung und sei es, dass man einfach nur mal irgendwo den Fußweg wieder erneuert und die Schlaglöcher für die Fußgänger und die Menschen, die mit Rollator, mit Kinderwagen, mit Rollstühlen unterwegs sind, zu verbessern. Und was eben halt auch wichtig ist, glaube ich, dass wir die Fußgängerflächen freihalten müssen von den ganzen Fahrradverkehren, aber auch von den abgestellten Fahrrädern und den abgestellten E-Tretrollern. Das sind Maßnahmen, die jetzt auch schon sehr viel früher umgesetzt werden können, aber gemeinsam mit dem Bezirk. Ja, Sie hatten angesprochen, dass es da auch Beteiligungsmöglichkeiten geben wird in diesem Zusammenhang. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen?
Naja, alle großen Planungsmaßnahmen, die wir umsetzen, sind ja für uns als Land Maßnahmen, die wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort umsetzen wollen. Wir haben uns da jetzt ja auch gemeinsam mit der Stadt, mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine gemeinsame Agenda gegeben, wie wir das umsetzen wollen. Wir haben die Stadtwerkstatt schon mal auch als eine Möglichkeit in Diskussionen zu gehen, aber es gibt natürlich bei vielen Detailplanungen immer auch noch viele andere Betroffene, die wir mit berücksichtigen müssen und wo wir dann in großen Veranstaltungen wohnortnah mit den Menschen in Kontakt treten. Wir haben das jetzt für die Straßenbahnplanungen in der Leipziger Straße schon in zwei großen Veranstaltungen gemacht und das Format der Stadtwerkstatt hat ja auch schon ganz viele unterschiedliche Modelle der Beteiligung ausprobiert und auch die werden wir sicherlich weiter mit unterstützen. Vielleicht noch eine kleine Zusatzfrage, nachdem Sie die ersten Fragen schon so ausführlich beantwortet haben. Herzlichen Dank dafür. Hat sich durch die Corona-Pandemie in Ihrer Einschätzung des Rad- und Fußverkehrs jetzt etwas geändert? Können Sie das vielleicht so reflektieren? Wir haben ja schon mit Beginn dieser neuen Legislaturperiode gestartet, die grundsätzlichen Voraussetzungen zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs zu starten. Das Mobilitätsgesetz war ja eine der ersten Aktivitäten, die in dieser Koalition gemeinsam mit den Initiativen und den Verbänden durchgeführt worden sind und ja auch sehr schnell und erfolgreich zur Umsetzung gekommen sind. Also uns war schon von Anfang an klar, dass es einen Umbau der Stadt, eine Veränderung der Stadt im Mobilitätsverhalten geben wird und geben muss, um die ganzen Herausforderungen der lebenswerten Stadt auch besser erfüllen zu können. Ja, also diese autogerechte Stadt, so wie sie über viele Jahrzehnte ja die Maßgabe der Planung gewesen ist, ist schon lange nicht mehr unsere Maxime. Aber der Umbau, der Rückbau, die Veränderung dauert natürlich sehr lange. Und es gibt sowohl die Notwendigkeit, die alternativen Angebote zu stärken. Dafür müssen wir den ÖPNV ausbauen. Dafür müssen wir die Möglichkeiten für Rad- und Fußgänger weiter ausbauen. Aber es wird eben natürlich auch dazu gehören, dass wir die Menschen erreichen und ihnen durch die neuen Angebote auch wirkliche Alternativen an die Hand geben, die sie dann auch aktiv nutzen und wir nicht in eine Diskussion kommen, dass man irgendwie den Menschen was verbieten will oder den Menschen etwas wegnehmen will. Das wird uns, glaube ich, nicht erreichen. Der letzte Punkt ist in der Tat, da ist die Innenstadt natürlich mehr so der Punkt, wo sich dann alles kumuliert. Wir müssen eigentlich auch in der Stadtplanung in Gänze neue Wege bestreiten. Wir müssen wieder stärker versuchen, mit kurzen Wegen die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und in dem Moment, wo wir eben halt darauf setzen, dass man nicht mehr kleinteilig in seiner Wohnortnähe einkaufen gehen kann, vielleicht auch nicht mehr ins Kino gehen kann oder so, dann provozieren wir ja, dass die Menschen lange Wege in die Zentren machen müssen, die Angebote dann hergeben. Und ich glaube, auch da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten, dass wir die Stadtentwicklung auch so tauglich machen, dass die Menschen wieder menschengerechter sich in der Stadt bewegen können. Die zweite Frage an Herrn Röpke ist: Was halten Sie von Shuttle-Verbindungen auf dem Wasser zwischen dem Humboldt-Forum, der Janowitzbrücke und der Oberbaumbrücke? Das ist in der Tat immer wieder eine sehr reizvolle Angelegenheit, auch eine Frage, die uns schon häufiger erreicht hat. Unsere Antwort ist aber weiterhin die, dass es zumindest mit einer öffentlichen Förderung und mit einer öffentlichen Initiierung solche Angebote sicherlich nicht geben wird. Um die Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen, sehen wir die vorhandenen Angebote für den Fuß- und Radverkehr und dem ÖPNV als in der Regel sogar sehr viel besser zur Erreichbarkeit der Ziele in der inneren Stadt vorhanden. Und wir haben heute schon ja auf dem Wasser große, große Probleme vor dem Hintergrund der vielen Freizeitboote, die ja auch schon in der Durchfahrt beschränkt sind auf dem Abschnitt. Wir haben die vielen Stadtrundfahrtboote und kleineren Taxiangebote ja heute auch schon. Da wird es keine ergänzende öffentliche oder dem ÖPNV zugehörige
Schiffsflotte geben, die dann auch noch zusätzliche Angebote geben wird. Also da, so reizvoll das auch wirklich zu sein scheint, zumindest an schönen Sommertagen, ist es nichts, was uns als Stadt, glaube ich, im Hinblick auf das Thema öffentlicher Personennahverkehr bereichern wird.